Herzlich willkommen zu diesem Screencast. In diesem Screencast werden wir das Entity-Relationship-Diagramm unserer olympischen Athleten mit Hilfe des Ontologie-Editors Protégé modellieren und werden einfach mal Schritt für Schritt die Struktur, die wir links sehen, versuchen als Ontologie abzubilden. Und wir werden da gleich einfach mal drauf loslegen und im Zuge des Screencasts dann das eine oder andere hier gemeinsam klären. Wir haben ja in Ontologien, in OL, also in dieser Web Ontology Language, beziehungsweise in RDFS, Klassen. Und diese Klassen können wir mal sagen, dass wir eine Klasse Athlete haben, eine Klasse Result, eine Klasse Disziplin, eine Klasse Games. Also alle diese Entitäten, die wir hier sehen, da können wir einfach einmal Klassen anlegen. Was wir hier sehen, ist, dass dieser Protégé-Editor eine URI schon mal vordefiniert. Das ist jetzt wirklich nur eine URI, die vom System vorgegeben ist, die einfach lokal nach dem Pfad, wo sich diese Ontologien dann abgespeichert werden, ergibt. Und nach diesem Hash getrennt sehen wir, weil wir das hier oben eingegeben haben, den Namen der Klasse. Wenn wir auf OK klicken, wird die dann erzeugt und wir sehen die dann hier. Ja? Unter Active Ontology können wir nämlich diesen IRI spezifizieren. Ich glaube, für unseren Zweck ist es eigentlich relativ egal, wie der jetzt heißt, aber da könnte man jetzt zum Beispiel www.gams.uni-graz.at und dann ein Projekt und dann eine projektspezifische Ontologie für ein Projekt bei unserem Institut erzeugen. Hier rechts sehen wir diese Matrix und haben wir gerade eine Klasse erzeugt. Da steht jetzt was Neues dabei. Das gibt uns einfach einen Übersichtsbereich über alle Dinge, die in der Ontologie definiert sind. Ja? Aber wir definieren einfach mal weiter die einzelnen Klassen. Wir können dazu hier einfach Unterklassen bilden. Wir machen jetzt mal Result. Wir machen Affiliation Place, Region und Country. Muss natürlich schreiben und gleichzeitig, dass ich mich hier nicht vertippe, da kann ich nicht gleichzeitig auch noch sprechen. Disziplin und Games und NOC. Gut, ihr seht schon, wenn man etwas selektiert hat, kann man mit diesem Add Subclass, also eine untergeordnete Klasse, generieren. Man könnte hier klicken, um eine Sibling Class, also um eine Geschwisterklasse zu erzeugen, und hier kann man die Klassen wieder löschen und ich kann die einfach mit Drag and Drop auch hier herum begeben. Und es wird dann diese Struktur dann gleich in diesem User-Interface dann umgelegt. Also wir haben hier jetzt dieses NOC als Subclass of Games definiert und das kann auch mit dem Drag and Drop hier rumziehen. Aber eigentlich haben wir in dem Beispiel, was wir links haben, eigentlich gar keine Klassenhierarchien. Aber das macht mal vorerst kein Problem. Jetzt speichern wir das Ganze, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also wir haben jetzt eigentlich nur diese paar Klassen angelegt, aber schauen wir uns einmal im Hintergrund an, was wir hier eigentlich sehen. Wenn wir hier auf Save As gehen, haben wir die Möglichkeit, unsere Ontologie in unterschiedlichsten Syntaxformen abzuspeichern. RDF XML, Turtle, da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Manchester Old Syntax, das wir ja auch schon gehört haben, oder auch JSON-LD. Also die unterschiedlichen Serialisierungen, wie man RDF schreiben kann, und dann diese Ontologie, diese Old-spezifischen Syntax-Angebote. Wir werden uns einfach mal für die Turtle-Syntax interessieren. Speichern das mal ab. Irgendwo in einem Ordner. Ich nenne das jetzt einfach Olympia und dann ist das ein OL-File. Dann speichern wir das ab. Ich habe das jetzt in einem Ontology-Ordner, den ich am Desktop hingegeben habe. Da ist er.
Und zwar ist es dieses Olympia-File. Und wenn wir das jetzt mit einem Editor öffnen, dann sieht das Ganze so aus. Das wird also vom Protégé dann einfach erzeugt. Hier oben werden unterschiedliche Namespaces eingebunden, eben für All, RDF, RDFS, wie wir es bereits kennen. Der Default Namespace ist genau der Namespace für unsere ontologiespezifischen Klassen und Properties, die wir dann erzeugen werden. Das könnte man natürlich auch noch dementsprechend benennen, wie wir das haben wollen, aber in diesem, wenn man es jetzt mal ganz normal exportiert, dann ist es dieser Default Namespace, was durchaus okay ist, beziehungsweise der Base. Hier wird es als Add Base, als dieser Default Namespace nochmal deklariert. Genau, dann wird diese URI hier als eine Ontologie definiert, RDF Type All Ontology. Das heißt also, dass hinter dieser URI eine Ontologie steckt. Und diese Ontologie, und da werden dann diese Kommentarzeichen, also Überschriften automatisiert erzeugt, einfach, dass wir das besser lesen können. Haben wir ja diese vier, oder diese vier sage ich, diese Klassen, die wir hier sehen, hier definiert, ja? Die haben alle diesen Base-URI und jeweils den Text, Affiliation, Athlete, Country, den wir gerade vorhin im Protégé angelegt haben. Und dieses einzelne Statement, die wir jetzt mal für diese Klassen definiert haben, ist, dass sie vom RDF-Type All Class sind, ja? Also unser Base-Prefix, Affiliation, RDF-Type All Class. Und genau diese Klassen haben wir jetzt einmal erzeugt. Aber wir können ja nicht nur mit dem Protégé-Editor jetzt hier arbeiten, sondern wir könnten den Code, den wir hier sehen, ja einfach auch direkt herunterschreiben. Und ich möchte euch das jetzt einfach nur kurz zeigen, indem wir einfach nur eine zusätzliche Klasse hier erzeugen. Ich nenne die jetzt einfach mal Test. Sage auch, dass das ein RDF-Type All Class ist. Und wenn ich das jetzt hier abspeichere und jetzt ins Protégé wieder zurückgehe, dann sagt er mal, aha, an Ontology has changed outside of Protégé. Would you like to reload? Yes. Und dann wird diese Testklasse, die wir gerade hier im Editor erzeugt haben, hier auch erzeugt. Also ihr braucht den Protégé-Editor nicht unbedingt. Das ist einfach nur ein User-Interface. Ihr könnt dieses Ontologie-File auch einfach im Editor schreiben. Ihr könnt es in RDF-XML im Oxygen beispielsweise schreiben. Dann ist es vielleicht wegen der Wohlgeformtheit und ein bisschen leichter zum Validieren und so. Oder ihr macht so eine Mischung aus Protégé und Editor, weil ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr sozusagen euch hier verschreibt, ich nenne das jetzt irgendwie Old CLSS, dann würde man diesen Fehler wahrscheinlich im Protégé dann auch erkennen, weil das nicht richtig angezeigt wird. Ja, also, schau, Old CLS, das ist nicht klar als Old Class definiert und das führt dann zu einem Fehler im Protégé. Und so kann man sich dann hinarbeiten, ja, als Kontrolle. Also, ich verwende es sehr gern immer parallel, das Ganze. Das gehen wir natürlich wieder weg. Gut. Als nächsten Schritt wollen wir einfach mal die Properties zwischen diesen Klassen erzeugen. Ich glaube, wir können mal grob sagen, dass Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten Object Properties sind. Also von Athlete eine Beziehung zu sich selber ist eine Object Property, von Athlete to Affiliation ist eine Object Property und von Athlete to Result. Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir Name, Original Name und Nickname als Data Properties definieren, weil da steht ja dann ein Wert drin, ein Literal, ja? Also entweder der Name oder ein Geburtsdatum und so weiter. Und da haben wir noch eine andere Abbildung von dem Ganzen, die das vielleicht ein bisschen besser lesbar macht. Da haben wir ja schon diese Bezeichnungen dann drinnen. Und zwar dieses Athlete Member of Affiliation. Gehen wir vielleicht das einmal an. Dazu erzeugen wir eine neue Object Property und gehen da hier in den Reiter. Also wir sind in dem Reiter Entities und in dem Reiter Entities gibt es eben die Möglichkeit Klassen, Object Properties, Data Properties, Individuals und Data Types und Annotation Properties zu definieren. Gehen wir mal vorher zu den Object Properties und erzeugen hier einfach eine neue Property und nennen die Member of. Wir haben also eine Member of Property, Object Property erzeugt, die hat noch gar nicht so viel drauf. Wenn wir dann, das schauen wir uns dann später an, wie wir das vielleicht nur sinnvoll
sinnvolle Beschreibungen und so weiter hinzufügen. Und wir wären jetzt genau die Relation. Also ein Athlete ist Member of eine Affiliation. Und das möchten wir jetzt ausdrücken, indem wir für die Member of die Domain und die Range definieren. Und das ist genau das RDFS Range und das RDFS Domains, um eben die Properties zu definieren. Und wir gehen von dem Athlete zu der Affiliation. Und dann haben wir diese Beziehung schon abgebildet. Speichern wir das ab und schauen wir uns das im Code wieder an. Auch hier werden wir jetzt wieder neu laden. Und hier haben wir schon diese Object Property. Die ist jetzt da so hereingesprungen. Und da steht jetzt genau das, was wir jetzt im User Interface angeklickt haben. Wir könnten es auch hier hin tippen können, dass wir eben eine Member of also Object Property haben, weil die ist vom RDF Type All Object Property. Und das RDFS Domain und das RDFS Range haben wir definiert. Ja? Genau. Und das könnte man eigentlich jetzt schon kopieren. Das Ganze. Dann sind wir vielleicht ein bisschen zügiger, um andere Klassen zu erzeugen. Zum Beispiel die Related To. Also wir Related To ist ein RDF Type All Object Property. Und die geht ja von einem Athleten auf einen anderen Athleten. Ich speichere das ab, springe wieder zurück in den Editor und wir haben da hier die Related To und die geht von einem Athlete zum Athlete. Jetzt könnte das ja nach der Zeit ein bisschen unübersichtlich werden, weil wir ja irrsinnig viele Properties und Classes haben und dieses Protégé bietet natürlich da eine ganze Menge an Tabs an Views, mit denen man hier arbeiten kann. Den Ontograph-Tab, den habe ich euch schon gezeigt. Das ist mal eine ganz einfache Möglichkeit, hier sich die Dinge zu visualisieren. Und was wir hier sehen, ist eben, dass wir die, was wir als Beispiel sehen, dass die Athlete Object Property auf sich selber und auf die Affiliation definiert ist. Ja? Der ist aber gar nicht so schön, diese Views, auch wenn das ein bisschen komplexer wird, ist das unübersichtlich und der ist nicht so gut handhabbar. Aber, ich spreche nur mal kurz ab, gibt es ein schönes Webtool und zwar Webfoal. Genau, und dieses Webfoal ist einfach ein Webtool, das Ontologien visualisiert und man kann sich hier Beispiel-Ontologien anschauen. Friends of a Friends zum Beispiel, die wir schon kennengelernt haben. Könnte man sich hier hereingeben und es werden alle Data Properties, Object Properties, Klassen, Klassenhierarchien dargestellt. Es werden externe Klassen von externen Vokabularien mit einer eigenen Farbe versehen, damit man kennt, aha, was ist Teil der Ontologie und was wird von anderen Stelle sozusagen importiert in die Ontologie. Und man hat da unterschiedlichste Möglichkeiten, nur Filter zu setzen. Man kann sich das Bild dann exportieren. Das könnte ganz praktisch sein. Man kann hier jetzt sozusagen die wichtigsten Klassen, die also mit den meisten anderen Entitäten verknüpft sind, da filtern und so weiter und so weiter. Und wir können auch unsere eigenen Ontologien hier uploaden. Und das machen wir jetzt am besten, indem wir das, was wir erzeugt haben, unsere Ontologie, Olympia All hier hochladen. Und dann sehen wir genau das, was wir bis jetzt gemacht haben. Die einzelnen Klassen, die wir erzeugt haben, die jetzt natürlich so frei herumschweben, weil wir es ja nicht irgendwie genauer definiert haben. Und die Verknüpfung der Object Properties mit den einzelnen Klassen. Und ich würde vorschlagen, dass es ein sehr praktisches Werkzeug ist, um einfach das zu überprüfen, was man gerade gemacht hat. Ja? Also von Zeit zu Zeit einfach das in Webfoal wieder hochladen und dann sieht man, was man gemacht hat und ist es vielleicht einfach ein neuer Zugang und macht das Ganze ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe da mal was vorbereitet, wie in einer Kochsendung. Ich habe nur schnell die einzelnen Object Properties alle erstellt, habe das einfach im Editor schnell gemacht.
Was ich zusätzlich gemacht habe, ist noch ein RDFS-Label hinzugeschrieben. Wir könnten ja für die URI einfach auch eine nicht menschenlesbare ID verwenden. Das hat seine Vorteile, um das zu verwalten. Bei Wikidata haben wir zum Beispiel die Q-Nummern und diese P-Nummern. Aber wir können in RDFS-Label immer den menschenlesbare Bezeichnung für die Property oder eben für die Klasse hier hineingeben, und das gehört sich einfach zum, ich sage mal, zum guten Ton, dass man das auch so macht, und die werden dann natürlich auch in Protégé angezeigt. Und jetzt habe ich alle diese Object Properties hier erzeugt. Jetzt wird hier in dieser Übersicht immer das, was in RDFS Label steht, angezeigt, und wir haben die ganzen Beziehungen zwischen Athlete Places und so weiter hier abgebildet. Und wenn wir das jetzt wieder im Webfold anschauen, dann schaut es doch schon mal ganz cool aus. Ja? Da haben wir doch schon ein gutes, interessantes Modell, und ich denke, wir haben soweit alle Object Properties einmal abgebildet. Was wir jetzt natürlich noch haben wollen, das ist sozusagen das Skelett für unsere Ontologie. Wir wollen aber dieses Skelett noch mit den Daten befüllen, und dazu legen wir mal unsere erste Data Property an, und die springen dazu zu dem Data Properties Bereich, legen eine neue Data Property an, die nennen wir einfach mal Name. Ich glaube, Name ist richtig. Also wir haben, wenn man uns den Athlete anschaut, will man einfach diese Property erzeugen, Name ID. Was in der Athlete ID drinsteckt, konzeptionell in der SQL-Datenbank, das ist eigentlich durch die URI abgebildet, jedem Individual, jeden einzelnen Athleten zugeordnet wird. Also die ganzen IDs werden einfach durch die URIs abgebildet, durch die eindeutigen. Ja? Und dieses Name ist eben eine Object Property, die wir hier erzeugen. Und die geht weg von diesem Athlete und ranged sozusagen auf einen Built-in Data Type, und dann nehmen wir einfach einen String. Wo ist er? Hier. Und damit wäre auch das wieder erledigt. Und wenn wir uns das jetzt wieder im Fabfold anschauen, dann muss man das immer einmal aktualisieren und hier wieder einen neuen hochladen, damit es auch übernommen wird. Und wir sehen jetzt, dass wir dieses Name hier erzeugt haben. Und auf den Datentyp String. Und so könnte man jetzt alle diese, was als Attribute in dem Entity Relationship, in den Entitäten drinsteckt, hier in die Ontologie einpflegen. Ich habe das mal für diese Athlete-Klasse gemacht und habe mal alle Data-Properties hinzugefügt. Und wie wir hier sehen, haben wir eben Name mit dem Datentyp String. Dann haben wir die Höhe und die Breite auf einen Integer-Wert verwendet. Dann Title haben wir einen String, Original Name haben wir einen String, mit Nick haben wir einen String. Mit Date of Death habe ich mal den Datentyp verwendet, und auch für Date of Birth. Und dann habe ich nur dieses Place of Death und Place of Birth habe ich jetzt noch übersehen. Das habe ich jetzt einfach vorher nur mit einem String gehabt. Das ist aber vielleicht besser, wenn wir das als Object Property definieren. Ihr seht schon, hier habe ich Place of Birth und Place of Death, wie es zur Place-Klasse verknüpft sind, weil ich natürlich an diese Place-Klasse noch an den eigentlichen Namen, eine Name Property oder so dran setzen möchte, wo ich dann den Namen eines Ortes definiere. Vielleicht möchte ich noch die Geonames ID dazugeben oder andere Informationen. Also wenn wir über etwas noch weitere Aussagen tätigen wollen, dann ist es am besten, wenn wir eigene Klasse dafür verwenden und dann über eine Object Property miteinander verknüpfen. Ich werde also nur schnell dieses Place of die zwei Data Type Properties da herauslöschen. Dann hätte man das auch gelöst. Und was wir jetzt noch haben, ist, dass die Gender Property auch keine Data Property ist, weil sonst wäre ja nur der String drinnen männlich oder weiblich oder was auch immer. Und in dem Fall habe ich das jetzt so gelöst, dass ich eine Object Property gesetzt habe auf eine Klasse Gender, und diese Klasse Gender hat zwei Unterklassen, zwar Male und zwar Female. Und jetzt kann ich dann für jeden Athleten definieren, er hat eine Gender Property auf diese URI oder auf diese URI. Und weil ich eben die zwar als Subklassen von Gender definiert habe, kann ich das so modellieren, und das lässt sich dann schön auch in den Daten auflösen. Okay, das ist mal die Athlete-Klasse, die wir hier
definiert haben mit dem Object Properties. Was wir jetzt noch nicht haben, das sind die Kardinalitäten. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Und um die Kardinalitäten in OWL zu definieren, gibt es drei Konstrukte in OWL. Und zwar drei Class Expressions. Object Minimum Cardinality, Maximum Cardinality and Exact Cardinality. Ja, und mit denen wir dann die unterschiedlichen Kardinalitäten eben ausdrücken können. Und schauen wir uns das einmal für die Affiliation an. Affiliation Property, haben wir gesagt, ist dieses Member of, also ein Athlet, ist ein Member einer Affiliation und da haben wir eine N zu M Beziehung. Ja, also sind auf beiden Seiten beliebige, können beliebige Entitäten sein. Also ein Athlet kann in mehreren Affiliations sein und eine Affiliation besteht aus mehreren Athleten. Dazu gehen wir zur Member of Property und können wir diese Member of Property in diesem Domain nämlich weiter spezifizieren. Also was wir machen ist, wir nutzen diese Minimum und Maximum und Exact Cardinality, diese OWL-Konstrukte und definieren das als Restriction in dem Domain. Ja, und wir haben jetzt hier einen Editor. Also wir können das hier editieren und haben neben der Class Hierarchy, wo wir das auch ausgewählt haben, auch diesen Class Expression Editor und können dann hier natürlich auch etwas hineinschreiben. Und zwar können wir da mit dem Tabulator auch arbeiten. Immer wenn ihr da diesen beginnt zu schreiben, also Member of und dann Tab, dann weiß er ja, dass das eine Object Property ist, die es bereits definiert ist im Protégé und deswegen vervollständigt er das da. Also wir haben also eine Member of Property, die some, oder ihr könnt gleich Tabulator klicken, dann kann, werden alle Möglichkeiten, die man jetzt an dieser Stelle definieren kann, angegeben. Und wenn wir sagen Member of some Athlete, dann heißt das Ganze, dass die Domain mehrere Athleten sein können. Also mit some. Also es gibt hier diese Wörter, es gibt auch some, das ist beliebig viele. Exact oder machen wir so. Also mindestens, maximum, only, exactly und Value, weiß ich jetzt gar nicht, ja, aber in dem Fall ist es einfach sum, weil n zu m Beziehung, da drückt man jetzt auf OK und hier müssen wir das gleiche Nummer definieren für die andere Richtung sozusagen, wieder mit einem sum Affiliation. Und damit hätten wir eigentlich die m zu m Beziehung zwischen dem Athleten und der Affiliation definiert. Wenn wir uns jetzt anschauen, was im Hintergrund passiert, dann habe ich hier wieder das OWL-File im Editor geöffnet und wir sehen jetzt, dass wir diese MemberOf-Object-Property weiter spezifiziert haben. Und zwar haben wir in diesem RDFS-Domain eine Restriction hier definiert. Ja? Und diese Restriction bezieht sich eben an die On-Property, also auf diese MemberOf-Property und sagt eben, dass es an SomeValuesFromAthlete verlinkt. Ja? Und das gleiche gilt eben für den Range, um diese M zu N abzubilden. Ja, und in dem Fall ist es dann wirklich leichter mit Protégé zu arbeiten, weil die Konstrukte dann im Hintergrund ein bisschen schwieriger auch zum Auf- und Hinschreiben sind. Schauen wir uns das Ganze nochmal vielleicht für eine andere Art der Beziehung an. Und zwar nehmen wir uns dieses Discipline und das Result. Wie hat die Property da schnell geheißen? Also wir haben hier eine Result N zu 1 Beziehung in der Competition of Property. Die haben wir hier und dann werden wir die jetzt im Editor weiter spezifizieren. Und zwar geht die ja von Result zu Discipline. Also müssen wir hier definieren
competition of exactly one result. Und hier müssen wir definieren, das n sozusagen, competition of some discipline. Speichern wir diese ab, schauen wir da kurz in den Editor hinein. Das war die Competition Property und wir haben hier wieder weitere Restrictions definiert. Und zwar hat er jetzt hier hineingeschrieben, eine Qualified Cardinality, die genau 1 ist. Und diesem 1 gibt er nachher auch gleich noch einen Non-Negative Integer hinzu. Das macht einfach das Protégé von selber. So lassen Sie also die Kardinalitäten abbilden. Was man vielleicht auch nur kurz anschauen sollte und was jeder natürlich machen sollte, wäre sinnvollerweise, dass man den einzelnen Klassen ein menschenlesbares Kommentar hinzugeben und jeder Object Property. Also hier eine Annotation definieren mit einem RDFS Comment. Und hier einfach einen Text hineinschreiben und jetzt das ist die Klasse aller Athleten, bam 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 und so weiter. Dass wir überall auch hier RDFS Comment haben, das wäre schon sehr wichtig, einfach damit die Nachvollziehbarkeit für jemand anderen besser ist, ja. Gut, damit haben wir jetzt abgedeckt eben die Klassen, die Object Properties und die Data Properties und auch die Kardinalitäten, wo man sich dann ein bisschen eben durcharbeiten muss. Gut, was wir uns jetzt noch anschauen werden, ist, dass wir ja, was wir jetzt alles definiert haben, sind ganz projektspezifische Entitäten, Klassen und Relationen zwischen den Klassen. Aber wir wollen ja eigentlich auch andere Vokabularien nachnutzen und wir werden jetzt versuchen, die Vorauf-Ontologie in unsere Ontologie einzubinden, damit wir einfach zum Beispiel dieses Name hier, das brauchen wir ja nicht selber wieder neu, das Rad neu erfinden, sondern für eine Person einen Namen, da können wir einfach das Vokabular zum Beispiel in der Vorauf-Ontologie nehmen oder auch für die Geburtsdatumsangaben oder so. Jetzt werden wir diese Vorauf-Ontologie hereinladen und eben diese Properties gleich direkt verwenden, damit es einfach besser nachnutzbar wird. Und um die Kardinalitäten in OLE zu definieren, gibt es drei Konstrukte in OLE, und zwar drei Class Expressions, Object Minimum Cardinality, Maximum Cardinality und Exact Cardinality, ja? Und mit denen man dann die unterschiedlichen Kardinalitäten eben ausdrücken können. Und schauen wir uns das einmal für die Affiliation an. Affiliation Property, haben wir gesagt, ist dieses Member of, also ein Athlet ist ein Member einer Affiliation und da haben wir eine N zu M Beziehung. Ja, also sind auf beiden Seiten beliebige Entitäten sein. Also ein Athlet kann in mehreren Affiliations sein und eine Affiliation besteht aus mehreren Athleten. Dazu gehen wir zur Member of Property und können wir diese Member of Property in diesem Domain nämlich weiter spezifizieren. Also was wir machen ist, wir nutzen diese Minimum und Maximum und Exact Cardinality, diese OLE-Konstrukte und definieren das als Restriction in dem Domain. Ja, und wir haben jetzt hier einen Editor. Also wir können das hier editieren und haben neben der Class Hierarchy, wo wir das einfach ausgewählt haben, auch diesen Class Expression Editor und können dann hier natürlich auch etwas hineinschreiben. Und zwar können wir da mit dem Tabulator auch arbeiten. Immer wenn ihr da diesen beginnt zu schreiben, also Member of und dann Tab, dann weiß er ja, dass das eine Object Property ist, die es bereits definiert ist im Protégé und deswegen vervollständigt er das da. Also wir haben also eine Member of Property, die some
Oder könnt ihr gleich Tabulator klicken, dann können, werden alle Möglichkeiten, die man jetzt an dieser Stelle definieren kann, angegeben. Und wenn wir sagen Member of some athlete, dann heißt das Ganze, dass die Domain mehrere Athleten sein können. Also mit some, also es gibt hier diese Wörter, es gibt auch some, das ist beliebig viele, exact, oder machen wir so, also mindestens, maximum, only, exactly und value, weiß ich jetzt gar nicht, ja, aber in dem Fall ist es einfach some, weil n zu m Beziehung, da drücken wir jetzt auf OK und und hier müssen wir das gleiche Nummer definieren für die andere Richtung sozusagen, wieder mit einem Sum Affiliation. Und damit hätten wir eigentlich die M zu N Beziehung zwischen dem Athleten und der Affiliation definiert. Wenn wir uns jetzt anschauen, was im Hintergrund passiert, dann habe ich hier wieder das All-File im Editor geöffnet und wir sehen jetzt, dass wir diese Member of Object Property weiter spezifiziert haben und zwar haben wir in diesem RDFS-Domain eine Restriction hier definiert. Ja? Und diese Restriction bezieht sich eben an die on-Property, also auf diese member-of-Property und sagt eben, dass es an some-values-from-athlete verlinkt. Ja? Und das gleiche gilt eben für den Range, um diese M zu N abzubilden. Ja? Und in dem Fall ist es dann wirklich leichter mit Protégé zu arbeiten, weil die Konstrukte dann im Hintergrund ein bisschen schwieriger auch zum Hinschreiben sind. Schauen wir uns das Ganze nun mal vielleicht für eine andere Art der Beziehung an. Und zwar nehmen wir uns dieses Discipline und das Result. Wie hat die Property da schnell geheißen? Also wir haben hier eine Result n zu 1 Beziehung in der Competition of Property. Die haben wir hier und dann werden wir die jetzt im Editor weiter spezifizieren. Und zwar geht die ja von Result zu Discipline. Also müssen wir hier definieren, Competition of exactly one result und hier müssen wir definieren das n sozusagen competition of some discipline. Speichern wir diese ab, schauen wir da kurz in den Editor hinein. Das war die competition property und wir haben hier wieder weitere Restrictions definiert und zwar hat er jetzt hier hineingeschrieben a qualified cardinality, die genau 1 ist und diesem 1 gibt er auch gleich noch einen non-negative integer hinzu. Das macht einfach das Protégé von selber. So lassen Sie also die Kardinalitäten abbilden. Was man vielleicht auch nur kurz anschauen sollte und was jeder natürlich machen sollte, wäre sinnvollerweise, dass man den einzelnen Klassen ein menschenlesbares Kommentar hinzugeben und jeder Object Property. Also hier eine Annotation definieren mit einem RDFS Comment. Und hier einfach einen Text hineinschreiben und jetzt das ist die Klasse aller Athleten. Bam, bam, bam und so weiter. Dass wir überall auch hier RDFS-Comment haben, das wäre schon sehr wichtig, einfach damit die Nachvollziehbarkeit für jemand anderen besser ist. Ja? Gut, damit haben wir jetzt abgedeckt eben die Klassen, die Object-Properties und die Data-Properties und auch die Kardinalitäten, wo man sich dann ein bisschen eben durcharbeiten muss. Gut. Was wir uns jetzt noch anschauen werden, ist, dass wir ja, was wir jetzt alles definiert haben, sind ganz projektspezifische Entitäten, Klassen,
und Relationen zwischen den Klassen. Aber wir wollen ja eigentlich auch andere Vokabularien nachnutzen. Und wir werden jetzt versuchen, die Vorwurf-Ontologie in unsere Ontologie einzubinden, damit wir einfach zum Beispiel dieses Name hier, das brauchen wir ja nicht selber wieder neu, das Rad neu erfinden, sondern für eine Person einen Namen, da können wir einfach das Vokabular zum Beispiel in der Vorwurf-Ontologie nehmen. Oder auch für die Geburtsdatumsangaben oder so. Jetzt werden wir diese Vorwurf-Ontologie hereinladen und eben diese Properties gleich direkt verwenden, damit es einfach besser nachnutzbar wird. Eine Möglichkeit, das Ganze zu tun, wäre einmal auf die ganze Ontologie hereinzuladen in das Protégé. Das zeige ich kurz, wie das geht. Ich habe hier die Vorwurf-Spezifikation geöffnet, gehe hier auf diesen RDF-Source, wo eben die ganze Vorwurf-Ontologie in RDF abgebildet ist, kopiert es, geht in Active Ontology und kann es hier unter Direct Imports als Document Located on the Web hier direkt hineinladen. Dann arbeitet er ein bisschen, klickt auf Finish und wir sehen, wir haben jetzt genau die ganze Ontologie, wie sie hier links abgebildet ist, hineingeladen. Ja? Also hier ist zum Beispiel die Agent-Klasse, Concept, Country, wie auch immer. Das ist eine Möglichkeit, aber dann habe ich ja alle anderen Properties und Klassen, die ich vielleicht gar nicht brauche, auch noch drinnen. Das ist vielleicht nicht ganz ideal, aber kann in dem einen oder anderen Schema, wenn ich vielleicht vorher spezifisch weiterentwickeln möchte, ein Weg sein zu arbeiten. Ich mache das jetzt wieder rückgängig, weil ich möchte eigentlich nur eines sagen. Ich möchte sagen, dass ein Athlet ein Vorhaf-Agent ist. Und das kann ich natürlich auch anders lösen. Hier haben wir die Agent-Klasse. Und ich sage jetzt einfach, ich gehe auf diese Athlete-Klasse und definiere ein RDF as see also. Und wobei, beziehungsweise ein RDF, nur mal zurück sozusagen, ein RDFS see also sagt nur aus, es gibt auch weitere Informationen zu dieser Klasse unter folgender URI. Also könnte ich einmal so machen, das wäre ein Weg, um das sehr abstrakter zu halten, ein bisschen nicht so restriktiv zu definieren, dass ich so ein RDFS see also definiere und hier diese Agent-Klasse hineingebe, dann heißt es so viel wie, ich habe ja eine Athlete-Klasse in meinem eigenen Ontologie definiert und schau halt auch bei der Agent-Klasse noch in Vorwurf, die ist irgendwie damit, steht irgendwie damit in Verbindung. Das wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, es ist eine Equivalent Class. Eine Equivalent Class, da kann ich natürlich jetzt nicht den URI einfach hineinkopieren, sondern ich könnte eine neue Klasse definieren. Die nenne ich jetzt Agent. Und ich passe jetzt aber die URI genauso an, wie es hier bei Vorwurf steht. Also Specified IRI. Machen wir das einmal so. Followed by diesem Symbol. Und dann geben wir das hier weg. Ja? Und nenne die jetzt Agent. Und habe jetzt quasi die Vorwurf Agent Klasse in meiner Ontologie einmal definiert mit der gleichen URI, die man ja dann dort auflösen kann. Könnte man natürlich jetzt alle Informationen zu dieser Klasse auch hier reinladen und sage etwas wie, diese Athlete-Klasse ist equivalent zu dieser Vorwurf-Agent-Klasse. Und damit habe ich diese Beziehung auch aufgebaut. Ich speichere das Ganze mir ab. Schauen wir uns das einmal hier an. Was wir jetzt, habe ich jetzt abgespeichert, suchen wir mal nach dem Agent. Genau, wir haben mal hier gesagt, dass die Agent-Klasse äquivalent ist zu dieser Athlete-Klasse. Das würde aber gleich, das würde, ist semantisch nicht ganz richtig, weil ein Athlet ist ja ein ganz ein bestimmter Typ eines Agenten. Ja, da ist jetzt immer die Feinheiten. Jetzt müssen wir mal genau in den Scope nachschauen, was unter dem Vorwurf Agent gemeint ist. Weil ein Athlet ist ja ein bestimmter Typ von einem Agenten. Es war wahrscheinlich
besser zu sagen, dass es eine Subklasse von Agent ist. Ja? Was wir jetzt sagen ist, dass die Agent-Klasse genau die gleiche ist wie die Athlet-Klasse. Aber ihr seht schon, hier gibt es einfach die einzelnen Feinheiten. Das ist mir jetzt gerade im Moment eingefallen, aber das wird eigentlich nur zeigen, wie hier diese neue Klasse hier eingebunden ist. Macht man das, das klingt für mich vernünftiger, nicht eine Equivalent Class, aber wir haben es nämlich nicht mehr geklärt, sondern wir sagen einfach, dass dieser Athlete eine Subklasse von dem Forth Agent ist. Das scheint mir am sinnvollsten zu sein. Und schauen wir uns das mal wieder in unserer Visualisierung an. Weil was Sie jetzt hier sehen ist, dass wir hier diese Agent-Klasse hinzubekommen haben. Und er sagt uns auch gleich, das ist external, weil eben die URI, die die Agent-Klasse definiert, eine andere ist. Und weil die eben aus dem Forth-Vokabular kommt. Ja? So, und weil wir ja gesagt haben, dass Athlete jetzt eine Unterklasse von Agent ist, ist es sozusagen erlaubt, semantisch, dass ich alle Properties, die in Agent definiert sind, dann auch für meinen Athleten verwende und könnte jetzt die Name Property, jetzt bringe ich da wieder zurück in die Spezifikation, das ist ein Agent, und jetzt darf ich sozusagen alle diese Properties verwenden, zum Beispiel Gender. Und statt meinem projektspezifischen Gender, das ich jetzt hier definiert habe, könnte ich dieses Gender verwenden, also das Forth Gender und das Forth Birthday fürs Geburtsdatum oder das Forth Death, das ich jetzt gerade nicht sehe. Und das ist in Age abgebildet. Aber wie auch immer. Aber Nickname gibt es sicher nur irgendwo. Also man sollte so viele Properties und Klassen, die es eh schon wo gibt, natürlich irgendwo nachnutzen. Aber dann hätte man das auch mal kurz gezeigt. Was wir jetzt noch uns anschauen werden, ist, wie wir die Individuals, also die eigentlichen Daten in Protégé mit abbilden. Dazu springen wir hier zurück in das Protégé und ich öffne einfach den Datensatz, damit ich die Dinge leicht herauskopieren kann. Und ich gehe in den Entities, kann ich auch hier auf Individuals gehen und kann hier ein neues Individual anlegen. Werde hier, muss ich wieder meinen Active Ontology URI auswählen und werde mal diese URI hier anlegen, weil genau das ist ja eine URI und das entspricht einem Athleten. Ja, also jetzt noch nicht, indem wir über Types ihm eine Klasse zuordnen, wird jetzt dieses Individuell aus der Klasse der Athleten erzeugt. Ja, dann kann ich hier über Data Property Assertions zum Beispiel die Höhe angeben mit 178, könnte da nur den Datentyp hinzufügen. Das kann ich natürlich auch automatisiert in dieses Protégé hineinspielen. Wir machen das jetzt aber hier an einem Beispiel manuell, damit es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehbar ist. Dann die Größe steht jetzt da, wo ich doch 70. Dann habe ich diesen Datensatz eingebaut. Genau, dieses NS3Person habe ich mit diesem TypesAthlete abgebildet. Also wir verwenden jetzt hier nicht die gleichen Daten, die gleichen Klassen wie in dem vorgegebenen Olympics TTDL für die Sparkle-Queries, also in den Sparkle-Videos. Aber das ist, entspricht dann sozusagen unserem adaptierten Modell, dass wir hier die Klasse Athlete verwenden. Dann können wir hier weiter das Team definieren. Schauen, haben wir eine Team-Property definiert? Muss mal kurz nachschauen. Haben wir das? Wir haben das ja Member of genannt, ja? Also Team ist, glaube ich, bei uns Member of Affiliation. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Member of ist Invalid Property Name. Mit Steuerung Space. Aha, mit Steuerung Space sieht man alles, was hier angeboten wird. Dann können wir hier das Member of auswählen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit Enter Individual Name.
Also wir müssen hier ein neues Individual anlegen und das wäre nämlich der Irak. Den gibt es aber noch nicht. Ja, das heißt, wir brauchen also ein neues Individual. Das nennen wir jetzt einfach Irak. Das erzeugen wir hier. Dieser Irak ist eine Affiliation. Ja, und jetzt kann ich die Object Property Member of, und jetzt müsste hier der Irak doch herkommen. Genau, und jetzt funktioniert das. Also damit haben wir jetzt abgebildet in unserem Protégé, dass wir einen Athleten Abdul Razzak haben. Und dieser Abdul Razzak ist Member of the Affiliation Irak. Ja, es gibt dann, ich kann ja dann andere. Und was wir jetzt noch mit abbilden können, wir schreiben nur Iran hin. Weiß nicht, das ist jetzt auf ein fiktives Beispiel. Und das ist eine weitere Affiliation. Und ich kann ihm jetzt noch einmal die Member of Property geben und auf den Iran setzen, weil wir haben ja da eine Kardinalität definiert, dass ich da ja mehrere vergeben darf. Ich denke, das zeigt einmal so weit, wie man hier die Individuals abbilden kann. Da gibt es natürlich noch mehrere Sachen. Ich definiere jetzt dort einen Christopher, der auch ein Athlet ist. Und jetzt kann ich hier noch sagen, weil hier Different Individuals steht, dass die zwar nicht die gleichen sind, ja, aber ich konnte den Grisi noch definieren und sagen, dass der Christopher und der Grisi, das sind das gleiche Individuum, ja. Also da kann man sozusagen ja, unterschiedliche Konzepte aus unterschiedlichen Datenbeständen auf die same as Individuals abbilden. Speichern wir das ab. Schauen wir noch, wie sich das im Editor verändert hat. Jetzt haben wir doch einiges hinzugefügt. Und wir sehen jetzt hier einen Bereich für Individuals, wo wir eben den Abdul Razzak definiert haben, der ein All Named Individual ist. Das ist also der Typ, wie das jetzt im Protégé gehandhabt wird. Und der wird dann hier weiter beschrieben, indem ein Member of Iran und Irak ist, eine Höhe und eine Breite, oder ein Gewicht hat, so ist es, ein Breite, sage ich, ein Gewicht hat. Genau. Dann haben wir hier definiert, dass der Grisi All Same As, also mit All Same As kann ich auf der Ebene von Individuals die Gleichheit definieren, also der Grisi ist genau der gleiche wie der Christopher. Und im anderen Szenario haben wir ja definiert, dass der Abdul Razzak nicht der gleiche ist wie der Christopher. Und zwar haben wir das hier unten definiert, in diesen General Axioms, und das zeigt jetzt schön, was eigentlich eine Ontologie ist. Weil eine Ontologie ist ja ein Viertupel aus den Klassen, den Klassenhierarchien, den Properties, den Relations, Object Properties und Data Properties und den Individuals, also den Datensätzen, mit denen die Ontologie bevölkert werden kann. Das ist dann die A-Box, wohingegen die Klassen und die Properties die T-Box sind. Und die General Axioms, das ist sozusagen die allgemeine Logik, für die alle diese Entitäten, Individuals und Properties gelten. Und hier wird einfach definiert, dass es einen All Distinct Members gibt zwischen den zwei. Aber jetzt gehen wir da schon wirklich sehr stark in die Logik hinein. Aber einfach nur, um zu zeigen, was also die Mächtigkeit von All ist und wie man das relativ einfach im Protégé umsetzen kann. Und dann schalten wir hier mal den Reasoner ein. Der wird uns jetzt immer einen Fehler schmeißen, wenn wir was falsch gemacht haben. Also wenn wir zum Beispiel wir haben die Object Property Competition of so definiert, dass sie genau einmal auf ein Result gehen sollte. Und jetzt versuchen wir, einfach damit wir einen Fehler in unserem Reasoner zusammenbringen, setzen wir in Member of diese Kardinalität auf exactly one.
oder maximal eins, einfach damit wir jetzt einen Fehler ganz bewusst hier erzeugen, damit wir dann sehen, dass der Reasoner reagiert. Und das heißt ja, dass jetzt die MemberOf-Property, die wir hier mehrmals vergeben haben, zu einem Fehler führen müsste. Und dann muss man immer wieder diesen Reasoner synchronisieren. Aha. Schaut, das hat jetzt nicht zu einem Fehler geführt. Probieren wir was anderes. Wir sagen ja same individual as Christopher und sagen wir gleichzeitig auf different individual. Das müsste aber zu einem Fehler führen. Ja, genau, das würde ich euch sagen. Your ontology is inconsistent, which means that the old reasoner will no longer be able to provide any useful information about the ontology, weil wir genau hier einen Widerspruch erzeugt haben. Und dann kann man auf explain klicken, dann bei diesem einfachen Beispiel ist es sogar klar, dass wir hier Crazy same as Christopher und Crazy different from Christopher haben. Das kann natürlich auch richtig komplex werden. Warum das jetzt mit den Kardinalitäten nicht geklappt hat, ist mir nicht ganz bewusst. Vielleicht probieren wir es doch nochmal, indem wir das auf exactly setzen. Das habe ich jetzt natürlich nicht genau vorbereitet. Mit dem Tabulator, wie gesagt, kann man das so immer vervollständigen. Synchronize Reasoner. Na, scheint erlaubt zu sein. Okay, müsste ich mir nochmal anschauen. Aber ihr seht schon, man kann mit diesem Reasoner sozusagen seine eigenen Daten auch ein bisschen validieren, überprüfen und eben neue Dinge schließen.